Bom, 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 Party. Da ist die Wolle. 1, 2, 3. Könnte ich ja eigentlich hier auch schon mal Holz hinmachen. Ja, warum nicht? Kein Holz mehr hab. Und hier die Fensterscheiben rein. Sehr gut, sehr gut. Es hat geklappt, es hat geklappt. Okidoki. So, dann müssen wir uns da unten noch eben hochbauen. Und von hier können wir runterspringen, oder? Oh. Ja, komm an. Wenn man sich alle Knochen brechen will. Okay, hier machen wir das dann auf die Höhe wieder. Ja, wie gesagt, ich will ja hier was reinbauen, eine Konstruktion. Bin am überlegen, ob ich das nicht hier reinbaue, sondern hier. Und dann hier einfach nur die Kistenstapel. Habe ich denn noch? Ja, habe ich, aber nicht genug. 3, 3. Oh, da müsste die Mitte hier sein. Brauche ich einfach mal hier hoch. Achso. Gut. Da ist Berg. Ist kein Berg. Alles klar. Das bleibt da. Das kommt wieder weg. Okay. Das fällt in den Kürbis. Das ist nicht schlimm. Müsste ich eigentlich. Ah, da drüben. Das sehen. Okidoki. Oh. Gucken wir mal, wie hoch wir kommen. Oh, liegt ganz nach oben. Aber das ist noch nicht schlimm. Machen wir das hier zu, weil hier kommt ja eine Tür rein. Könnten wir hier drüben eigentlich auch eine Tür machen, oder? Mir das so irgendwie gefällt. Oder machen wir hier eine Tür rein? Können wir hier so eine Druckplatte hinmachen, dann geht die Tür zumindest automatisch auf und zu. Druckplatte. 2 Stück. Okay, dann kommt da eine hin. Und da drüben auch. Müssen wir nur schauen, wie wir das dann machen mit dem der Treppe nach oben. Wo haben wir denn hier die Wolle? Da sind. Ist da oben auch noch Wolle? Nö, sieht nicht so aus. Keine Wolle. Okay. Alles gut. Alles gut, alles gut. Warum haben wir es zugemacht und hier nicht? Wie sieht das denn überhaupt aus mit dem Dach? Man dazu lassen? Oder sollte man das noch eine rausziehen? Geh
Gegebenenfalls müsste man das einmal testen, wie das aussieht, wenn man das einen rauszieht. Glaube ich, muss mal auf den anderen Turm. Na. Schnauf, 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 den engen Gang hinauf. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Kann man zwar so machen, aber... Oh, jetzt kann man direkt ins Schlafzimmer gucken. Hallo. Ach, da unten habe ich das Fenster vergessen. Und da auch. Das machen wir gleich noch. Einmal schlafen gehen. Ja, ja, Treviak. Fell from High Place. Blödes Spiel. Verarsch mir doch, weil ich runtergefallen bin. So. Da. Da. Das Problem ist nur, wenn wir hier Ton reinmachen wollen. Warum ist da noch Erde? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie fast gewählt. Hier keine Truhen reinzupacken, sondern das Lager irgendwie hier reinzubauen. Zumindest das, den Teil, den ich vorhatte, dass wir das einfach wirklich nur als Turm haben, wo wir rauf und runter gehen können. Das Lager dann da in diese Nische da reinbauen. Weg. Ja. Da müssen wir uns mal überlegen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt, wie man das vielleicht hier einbaut. Oder ob ihr sagt, nee, macht da einfach nur eine Treppe rein, das ist auch okay. Weil letztendlich müsste man dann ja auch immer hier rauf und runter rennen. Und wenn man ganz oben zum Beispiel dann die Erde hat, dann müsste man ganz da oben rein. Da kann man das lieber hier irgendwie reinbauen. Dass man das hier so lässt eigentlich. Und hier einfach nur so ein Zusatzlager reinbaut, weiß ich nicht so. So, nehmen wir hier mal die Mitte. Und sagen, wir bauen uns hier... Ja, keine Ahnung. Wie viele sind das denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass uns das hier einfach mal aushöhlen. Hier einfach einen zweiten Lager rein, Lagerraum einbauen. Allerdings ein bisschen anders, wie gesagt, als den, den wir da haben. So leicht automatisiert, dass wir oben eine Truhe haben, wo wir was reintun. Erze, Brot, Fleisch, whatever.
das dann mit dem Trichter in den Ofen befördert wird und aus dem Ofen dann per Trichter wieder raus in eine untere Kiste. So, dass wir das dann nur noch rausholen müssen wieder. So war die Idee. Okay. Wie haben wir denn noch bis hier hin? Rein noch, ne? Ja. So. Und hoch sind wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir auf dieser Seite nämlich Truhen hin, wo wir denn das fertige Zeugs reintun könnten. Und auf der anderen Seite kommt denn, ich will jetzt nicht sagen Mechanik, das klingt so professionell. Und das ist nun wirklich nicht professionell, also das kriegt jeder hin, das zu bauen. So. Allein aus dem Grund, weil wir da drüben so viele Koppels haben. Und Koppel muss ja nun wirklich jetzt nicht da sein. Weg damit, ab mit seinem Kopf. Erstmal noch ein Stückchen essen. Ah, dann können wir auf der anderen Seite den Turm genauso bauen wie den von hier aus gesehen linken Turm. Das war jetzt nicht so geplant. Am Kopf kratzen sollte man sich nicht, wenn man am Abbauen ist. Naja. Sollte ich doch mal duschen gehen? Shit, ich bin noch Gamer. Ich will doch nicht duschen gehen. Ist doch uncool. Oh, irgendwie sind meine Taschen voll. Na, was ein Wunder. Hier ist mal die ganzen Schranz rein. Da brauchen wir erstmal auch wieder nicht. Brauchen wir denn den Kies? Da ist der Kies. Und hier können wir die Erde reinpacken. Boah, ich habe schon wieder Schneebälle. Ich will auch keine Schneebälle. Packen wir hier noch die Wolle rein. Glasscheiben können wir auch mit rein. Hier kommt das Essen rein. So. So. Machen wir das erstmal wieder alles aus der Tasche. Brauchen wir auf jeden Fall bald wieder dunkles Holz. Plop, 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 plop. Plop. Erstmal hier so sporadisch, potadisch. Da und da und da. So. Dann sagen, hier kommt eine Truhe hin. Dann muss hier der Trichter hin. Kommt hier ein Ofen hin. Kommt hier ein Trichter hin. Also müssen wir noch einen höher. Weil da kommt dann die Truhe hin. Aber dann müsste man da ja auch irgendwie hinkommen, um die Sachen da reinzutun. Man kann auch da oben gucken. Aber ich möchte, glaube ich, eher da oben noch ein Räumchen dann hinbauen. Ja, gut, dass wir da einen Koppel reingetan haben. Da. So.
Machen wir das mit Räumchen? Eigentlich müsste man die Trichter ja verkleiden, dass man die nicht sieht. Sprich, man müsste noch ein weiter hier rein. Frage ist nur, wie versteckt man die Trichter? Die Trichter müssten man dann hinter die Truhen verstecken. Ja, da müssen wir mal ein bisschen rumtesten dann. Ich heb das jetzt einfach mal hier ein bisschen ab. Aus. Was ist denn das? Kohle? Natürlich. Und dann zumindest den Raum schon mal vorbereitet. Ich habe doch mal was vorbereitet. Sprich, das wäre dann so. Truhe, Truhe. Trichter, Ofen, Ofen, Trichter, Truhe, Truhe. Oder man packt hier halt jeweils immer zwei Trichter hin nebeneinander. Müssen wir halt mal testen. Die Erde, werden wir mitnehmen. Vielleicht brauchen wir die gleich unten. Und Kieselstein können wir hier hinschmeißen. Oh, nehmen wir mal ein bisschen Koppeln mit. Dann gehen wir schlafen. Und dann